Liebe Brüder und Schwestern, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs durch Galiläa und er möchte ihnen etwas ganz Wichtiges, etwas ganz Wesentliches mitteilen. Aber seine Jünger haben scheinbar etwas ganz anderes im Kopf. Jesus spricht zu ihnen von seinem Leiden, von seinem Tod am Kreuz, ja, von seinem Sieg über den Tod, von seiner glorreichen Auferstehung. Die Jünger jedoch, sie sind damit beschäftigt, sie diskutieren darüber, ja, wer unter ihnen der Größte ist, ja, wer den ersten Platz einnimmt. Sie verstehen überhaupt nicht, was Jesus ihnen sagen möchte. Es geht einfach nicht hinein in ihren Kopf, ja, hinein in ihr Herz. Ihr Herzen scheinen verschlossen zu sein, diesem Wort Jesu gegenüber. Ganz andere Pläne haben sie, ganz andere Dinge scheinen ihnen wichtig zu sein, seinen Aposteln. Jesus spricht vom Leiden, vom Ausgeliefertwerden an die Menschen, von Tod und Auferstehung, ja von Erniedrigung. Und die Jünger, sie suchen nur zu erfahren, ja, wer ist der Wichtigste von uns? Wer hat die beste Position, Positionskämpfe? Rangeleien um den ersten Platz. Ja, wie menschlich reagieren seine Apostel, die Jünger Jesu. Wie wenig verstehen sie noch, worauf es wirklich ankommt, als Nachfolger des Herrn. Ist es nicht bei uns manchmal genauso? Wir sind getauft, wir sind Christen, Jünger, Jüngerinnen des Herrn, der Herr hat uns in seine Nachfolge gerufen, ja in seine Kreuzesnachfolge. Und er gibt uns sein Beispiel des Dienens, der Liebe, der Hingabe. Und oft sind wir nur damit beschäftigt, zu erfahren, herauszufinden, ja wer hat den ersten Platz, wer ist wichtiger, wer steht oben. Wer hat die beste Position? Jesus, er offenbart die wahre Weisheit Gottes. Und sie ist oft so konträr mit der Weisheit des Menschen der Welt, mit der Weisheit des Fleisches, wie man sagt, mit dieser weltlichen Weisheit, wo nur der zählt, der Geld hat, Macht, Einfluss in dieser Welt. Aber Jesus, er ist sozusagen diese menschgewordene Weisheit Gottes. In ihr offenbart sich das, was Gott uns zeigen möchte. Es geht nicht darum, den ersten Platz einzunehmen, sondern diesem Beispiel Jesu zu folgen, dem Beispiel seiner Liebe zum Vater im Himmel und zu den Menschen. Jesus, er, der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist, alle Herrlichkeit, er erniedrigt sich, wie es auch in der Schrift heißt. Er entäußert sich, wird in allem uns gleich, außer der Sünde. Ja, er nimmt den letzten Platz ein für uns, weil er für uns alle das Kreuz auf sich nimmt, alle Schuld, um uns zu erlösen, zu befreien. Und wenn wir auf seine Passion schauen, dann erkennen wir wirklich, wie sehr sich der Herr erniedrigt, freiwillig, aus Liebe. Er lässt sich zu den Verbrechern zählen. Ja, er wird
sogar der Inbegriff der Sünde sozusagen, der Gottlosigkeit, lässt sich unschuldig verurteilen, um uns aus dieser Macht des Bösen, der Sünde, der Lüge zu befreien, um uns neu das Herz zu öffnen für Gott, für den Vater, ja für den Geist Gottes. Ja, dieser Geist Gottes ist Weisheit und er hilft uns, dass auch wir unsere Schwächen, unsere Fehler überwinden, dass wir nicht an uns selber denken, sondern an das Wohl unserer Mitmenschen, dass nicht Eifersucht und Ehrgeiz uns beherrschen, sondern dass wir diese Gaben Gottes, diese Geistesgaben in uns wirksam werden lassen, in unserem Leben, dass dieser Geist des Friedens uns erfüllt, der Barmherzigkeit, dass wir Menschen werden, die einander mit Freundlichkeit, mit Güte begegnen, weil dieser Geist der Liebe uns erfüllt, dieser Geist Gottes, der allen Leben, Heil und Freude schenken möchte. Ja, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein, sagt Jesus. Und er bezeugt das mit seinem eigenen Leben. Er stirbt am Kreuz unschuldig, wie der Schlimmste, wie der abscheulichste Verbrecher, obwohl er völlig unschuldig ist, obwohl er den Menschen immer nur Liebe und Güte geschenkt hat, obwohl er immer nur Heil gewirkt hat, immer die Wahrheit gesprochen hat, kein trügerisches Wort in seinem Mund war, wie es auch in der Schrift heißt. Ja, an ihm erfüllen sich diese Weissagungen, ja, diese Worte aus dem Buch der Weisheit, wo die Frevler einfach gegen ihn vorgehen, diesen Gerechten, der ihnen ein Dorn im Auge ist, der einfach unerträglich ist für jene, die Unrecht tun, die auf dem Weg der Lüge und der Gottlosigkeit gehen. Ja, wir wollen prüfen, wie es mit ihm ausgeht, denken sie, diese Frevler. Ja, prüfen wollten sie auch den Herrn, wie es mit ihm ausgeht. Aber der Herr hat Hölle und Tod besiegt, er ist auferstanden von den Toten. Und das dürfen wir heute feiern an diesem Sonntag, seine Auferstehung, seinen Sieg über alle Dunkelheit, über alle Macht des Bösen, über alle Gottlosigkeit, über alles, was die Liebe auslöscht, was diesem Wirken Gottes entgegensteht. Ja, wer ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf. Da müssen wir auch an das ungeborene Leben im Mutterschoß denken, an die ungeborenen Kinder. Ja, wer ein Kind aufnimmt, nimmt den Herrn auf. Ja, was diesen Unschuldigen angetan wird, auch wenn sie noch ganz klein sind, vielleicht nur wenige Tage alt, wenige Wochen, wenn sie noch keine Stimme haben, das wird letztlich Jesus selbst angetan. Daran denkt man oft viel zu wenig, dass auch dieses ungeborene Leben eine Würde hat, die Würde einer menschlichen Person. Ja, wie oft erleidet da der Herr selber sozusagen den Tod? Wie sehr wird dadurch der Friede bedroht in der Welt, weil auf diese schwächsten Glieder sozusagen der Gesellschaft keine Rücksicht genommen wird? Ja, der Herr ist besonders in den Armen, in den Schwachen, in den Entrechteten gegenwärtig. Heute ist auch der Tag eines besonderen Heiligen, der normalerweise gefeiert wird, der besonders in Italien sehr bekannt ist, der heilige Pater Pio, Pio von Pietrelcina. Er starb vor 50 Jahren, 1968, und hat vor 100 Jahren die Wundmale Christi empfangen. Er war stigmatisiert. So sehr ist der Christus ähnlich geworden, mit ihm gekreuzigt sozusagen. Ja, er hat dieses Kreuz auf sich genommen. Er hat in Treue dem Herrn gedient. Er ist ihm nachgefolgt.
Er wurde am Anfang dieses neuen Jahrtausends heilig gesprochen. Ja, an ihm sehen wir, wie groß und machtvoll die Gnade Gottes ist, ja, was der Herr vollbringt in seinen Heiligen. Ja, er hat ganz außergewöhnliche Gnadengaben erhalten. Möge er auch für uns heute Fürsprecher sein, dass wir unser Herz für den Herrn öffnen, dass wir Zeugen seiner barmherzigen Liebe sein können und dass wir ja diese Macht des Kreuzes Christi erfahren können, diese Macht Jesu, des Herrn, der für uns auferstanden ist, der uns seinen Geist schenkt, damit wir als Christen leben, damit wir Zeugen sein können für das Evangelium, Zeugen der Liebe Gottes, so wie die Apostel es dann geworden sind und so wie unzählige Heilige im Laufe der Kirchengeschichte es geworden sind. Durch Jesus, der sie ganz erfüllt hat mit seiner Gegenwart, ja, möge der Herr auch uns erfüllen mit seinem Geist, mit seiner Kraft und Gnade. Amen.